Sie war Miss Hannover, Vize-Miss Deutschland und Rekord-Playmate. Das Versace-Model stand auch für die Kult-TV-Show Tutti Frutti vor der Kamera. Heute führt Elke Jeinsen ein glamouröses Leben in ihrer Wahlheimat Kalifornien. Doch es gibt etwas, das die 49-Jährige in ihrem Leben schmerzlich vermisst. Hi, ich bin wieder da in Deutschland, in Hannover, in meiner geliebten Stadt, meiner Heimatstadt. Und um ganz ehrlich zu sein, weil ich Heimweh habe. Ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Freunde. Ich plane wieder nach Hannover zu ziehen irgendwann. Jetzt im Moment arbeite ich als Personal Trainer in Amerika, in Los Angeles. Auch sehr erfolgreich, aber trotzdem irgendwas vermisse ich. Und ja, das ist Deutschland. Und hier bin ich jetzt beim Krav Maga bei X-Fights Hannover. Und das ist Selbstverteidigungsstraßenkampf, Street Fighting. Wenn man angegriffen wird, dass man sich auch selbst verteidigen kann. Und das finde ich echt gut. Selbstbewusstsein habe ich eigentlich, sonst wäre es dafür gut geeignet. Aber es fühlt sich toll an. Fühlt sich einfach toll an, keine Angst zu haben im Dunkeln.